So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Roms ist der Dicke, ne? Und hier, der Dicke ist auch da, nämlich der Bob, den kennt ihr bestimmt noch aus Folgen wie. Was mitgemacht? Erzähl mal die Geschichte. Müsstest du schon Nein, wissen. bei verschiedenen Z-Days war der Bob zum Beispiel auch schon dabei und ja, war schon lange nicht da. Auch gefragt, wann machen wir mal denn mal wieder ein Video, ne? Und der legendäre Marco, der Säufer wird er auch genannt. Kennt ihr noch die Müllermilch-Challenge? Da hat er ja schön Kamera gehalten und gleichzeitig gekotzt. Also, das ist Multitasking auf höchstem Niveau, das kann nicht jeder. Wir wollten heute eine kleine Halloween-Folge drehen, bevor wir gleich rausgehen zum Knogger Raid Day. Dafür haben wir uns diesen handgefertigten Sarg besorgt, ne? Aber nur in Schleswig-Holstein. Sarg besorgt. Der sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Finny Halloween steht hier drauf. Den zeige ich euch mal von der Seite. Ignoriert einfach den Tisch. Finny Halloween. Scary Box, alles klar. Wenn ich weiter rangehe, sieht man nichts. Das könnt ihr euch mal durchlesen. Drückt mal Pause. Ansonsten machen wir den mal auf. Da haben wir hier sogar noch ein kleines Labyrinth. Da könnt ihr noch spielen. Also wer den Sarg gewinnen möchte, schreibt es mal in die Kommentare. Dann kann ich euch den zuschicken. Hier könnt ihr noch zählen, wie viele Venofliebes sind am Start. Wie viele Hexen, wie viele gammelige Burger, die ich gegessen habe in dem Sechserpack. Und was ist das Letzte? Könnt ihr euch aussuchen. Soll natürlich Frankenstein sein, aber Pokémon-Bezug ist nicht da. Könnt ihr mal zählen, wie viel das alles ist? Und hier habt ihr lauter Süßes drin, soweit ihr gucken könnt, soweit das Auge reicht. Da werden wir jetzt mal ein paar Sachen probieren. Deswegen stelle ich euch wieder hier vorne hin und würde sagen, wir fangen an mit dieser 0% Grasafat-Sinn-Gluten-Free komischen Marshmallow-Stange. Wer möchte die haben? Ich habe schon gehört, der Bob sagt, der feiert die, weil die 0% Fett haben. Ja, möchtest du so eine Marshmallow-Stange? Mach's mal auf, da ist ja noch eine zweite drin. Möchtest du die zweite? Ich Genau. überlasse sie dir. Nö, ist noch eine dritte drin, deswegen habe ich gerade gesehen, durch Zufall. Dann probieren wir mal diese 0% Oh, Fettschaumstoff. da hast du nur zwei. Oder sind ja sogar die Angaben schon am Rand, ne? Guckt, kennt ihr das von früher, ne? Dann wisst ihr, warum ihr jetzt so dick seid. Kann man auch langziehen. Hui! Komm her, du, ich sag's dir, genau. Man kann sich auch gegenseitig damit hauen. Wir wollen hier aber essen, sonst geht das Video zu lang. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich ärgere. Sehr süß, lecker. Kennt man. Was hat das mit Halloween zu tun? Egal. Ist halt süß, Halloween süß. Ich brauche richtig brutales, perverses Süßigkeiten, gebammelt, Totenköpfe zum Essen, abgetrennte Gliedmaßen zum Lutschen, so irgendwie. Aber das sieht alles halt so niedlich aus, ja. Du weißt, Richtige dass der Halloween. Satzbau scheiße war. Abgetrennte Gliedmaßen zum Lutschen. Ach, Marco. Nur der ist nur ein Schelm, wer Böses denkt, sage ich mal, so. Was haben Ja. wir noch? Drei Lutscher sind, glaube ich, drin von diesem komischen Herz. Das heißt, ich packe die schon mal aus und sehe, das ist ja interessant. Hä? Was ist das für eine Farbe? Nichts. Wieso kann man da durchgucken und da nicht? Wir haben hier auf jeden Fall so einen blauen Herzlutscher. Ja? War das jetzt blau? Ja, der passt so schön zu Dann meinem hier, Pullover. der ist rot, aber eigentlich ist er Cola. Und hier, da denkst du, ach, das ist auch so rot und einfach Kondom, ne? Also. So, du, was? Du wolltest blau. Ja. Bob, möchtest du den, der so guckt nach dem Motto bäh, oder den nach dem Motto Er will das Kondom Dann nehme probieren. ich jetzt den, das ist bestimmt Cola, glaube ich. Ich dachte, das kann man einfach unten rausziehen. Adios! So, vielleicht ist es auch Schokoladengeschmack. Genau, Bob, du musst da noch daneben halten. Sailor Moon, guck dir das an. Ich klebe an dir. Du musst sie erst anschlecken und dann gegeneinander kleben und dann. Okay, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 10 Jahre. Das sieht doch cool aus, die Macht der drei Herzen. So, und jetzt rein damit.
ist halt wirklich Cola. Blaubeer. Ach nö, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Und Erdbeer, hä? Oder Kirsche, oder... Himbeere, glaube ich. Himbeere, okay. Da muss ich den jetzt kauen oder keine Ahnung. Das dauert nämlich sonst vor lange, bis man das isst. Was haben wir denn noch? Leider nichts, was drei. Wir haben so eine große Tüte noch drin. Die könnte man aufteilen. 2, 2, 2. Ich glaube, als nächstes interessant sind bestimmt diese komischen Fini Strips. Kennt ihr ja Fini Strips, ne? Strippen, wisst ihr Bescheid. Das sind wie so Erdbeerschnüre, nur als... nicht als Schnur, sondern als Streifen. Kennt ihr ja, da müsst ihr drauf pissen und dann wisst ihr genau, ob es euch noch gut geht. Sind wahrscheinlich auch sauer, denn da ist hier so ein komischer... Was ist jetzt denn? Lutscher schon gegessen? Richtig hardcore der Typ. Wie, was war das? Aber wir haben noch einen Mund. Gut. Du machst dein Herz kaputt. Achtet da drauf, verschluckbare Kleinteile. Deswegen steht überhaupt, ab wie vielen Jahren das ist. Ab null, also wenn ihr noch tot seid, könnt ihr das schon essen. Wunderbar, da habe ich zwar keine Zahl gesehen. Möchtet ihr die zwei sauren Streifen dann haben, weil ich weiß ja ungefähr, wie die schmecken. Würde ich das euch überlassen, bin ja guter Gastgeber. Ihr sollt ja gestärkt sein für den Knocker Raid Day, ne? Ich gebe dir mal eins rüber, dir gebe ich mal das andere. Der Mund ist noch voll, ihr seht hier, das ist voll Wettlauf gegen die Zeit. So, der Cola lutscht halt auch weg. Was haben wir denn einmal noch? Deine Gummibärchen. Das ist aber doof. Da ist ja die ganze Tüte. Die haben wir einmal, aber... Das ist ja gemein, wenn ich die ganze Tüte alleine esse, oder? Muss ich mir aufteilen. Immer jeder darf sich dann eine Farbe raussuchen. Und ansonsten habt ihr hier noch die zwei Kameraden. Und die zwei, wo ich auch nicht weiß, was das ist. Kaugummi. Vampire Gum. Einfach nur normal oder sauer oder sonst was. Na, steht halt Boom! Vampire Gum. Zweimal. Wollte mir... Okay. Da aus wie meine Zunge. Kann man natürlich auch so machen. Und das hier. Sis Zombie, ne? Ist das jetzt dasselbe wie hier? Nur das ist Zombie. Das ist Vampir. Oder gibt es da einen Unterschied? Das ist auf jeden Fall interessant. Vielleicht ist das eine ja trotzdem so ein saurer Drop und das andere Kaugummi. Ich würde sagen, ich verteile das mal wieder an euch. Hier kriegst du ein schön. Oder warte mal, da wissen wir ja, dass das Kaugummi ist. Das heißt, du kriegst erstmal einen Zombie. Und du kriegst einen Zombie. Weil Kaugummi bleibt ja meistens länger. Deswegen probiert mal kurz die Zombies und sagt mal, was das ist. Ja, oder wie die Candy Gum. Gut. Ja, dann tut's mir. Das sieht aber gut aus. Jetzt hat's der Bob versucht auszupacken. Und es ist einfach nur ein schmieriger Popel. Richtig in die Kamera geklebt. Bei dir auch. Okay, dann gönnt euch ruhig, gönnt euch dieses eklige Drecke hier. Zum Glück habe ich das nicht, zum Glück sind nur zwei drin. Ich bin schlau, ich mache schon mal die Gummitierchen auf und guck da mal rein. Die sind wahrscheinlich auch ein bisschen sauer, die haben nämlich auch so eine komische Zuckerkruste, weil Zucker ist sauer, ne? Das lernt man schon in der Grundschule. Genau, dann und Zitrone ist süß. Deswegen hat mir auch gestern die Fresse gebrannt, als ich die Zitrone ausgeschleckt habe, weil es so süß ist. Genau. Ich würde sagen, ich nehme das Blaue und das Grüne und das Weiße und das Orange. Und du nimmst zwei Rote und ein Gelbes. Ich habe aber Träumerrot. Ach, guck, so geht's genau auf. Jetzt hat jeder von euch zwei Rote und ein Gelbes. Ich hab vier, weil ihr habt ja noch die Zombies gehabt. Ihr müsst noch an eurem Ding rumlutschen. Ich kann schon essen, ne? So habe ich es wieder perfekt gemacht.
Schmeckt komisch. Also ganz anders auf jeden Fall als diese, Goldbeeren. Goldbeeren, wisst ihr ja, das ist irgendwie eine ganz andere Konsistenz. Aber Ramon, ja? Bob möchte dir dann noch was reichen, wo wir dann auch noch probieren können. Dieser komische hier, dieser Vampire, der sieht ja genauso aus. Nur ist der nicht gelb, der ist halt blau und schmierig, aber es ist einfach ein Kaugummi, ja? Schmeckt der sauer, schmeckt der sonst was? Noch der was ist schmeckt leicht der? Säuerlich. Leicht säuerlich. Ja, dann könnt ihr ja den Kaugummi danach auch noch hinterher schmeißen, wenn ihr soweit seid mit eurem Kaugummi. Und ein was haben wir noch übrig von der Sendung mit Philippone, mit dem habe ich nämlich auch mal Halloween-Leckereien und Süßigkeiten getestet. Da gab es auch hier dieses Gehirn. Da gab es so ein Gehirn in so einer Tüte, was aus Fruchtgummi bestehen sollte, aber so richtig hart und zäh und widerlich, man konnte das kaum kauen. Und drumherum lauter schmierige rote Soße, komplett süß. Das war auf jeden Fall, könnt ihr mal gucken, obwohl die Videoqualität ist richtig schlecht. Also guckt es am besten nicht an. Damals haben wir aber auch diese Chili-Gums getestet. Und der Bob hat jetzt die Ehre, mal den Napf mit den Chili-Gums rüberzureichen. Ich sag, die leiden, ne? Die sind noch am Essen von A und B und C Hörnchen. Ach so, nee, das musst du zulassen. Das, die wollte man nicht. Nein, das gibt eine extra Folge. Das ist ja ein Minispiel. Die sind noch übrig von Halloween. Boah, zum Glück hast du gesagt, dass sie da vorne stehen. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch die Chili Gums übrig von vor 10 Jahren. Riechen auf jeden Fall nach Staub. Sehen auch aus wie Chilis, ne? Haben so einen grünen Zibbel, haben so einen roten Anschluss. Das heißt, ich würde jedem von euch noch so eine Chili geben. Ist immer noch am. Ist es schon das zweite? Der Bob ist richtig fleißig. Der hat schon zwei Kaugummis jetzt weggedrückt. Nein. Hier ist wenigstens noch eins hier drin. Hier auch noch eins drin. Okay, der Bob ist sehr nachlässig. Der kaut immer noch an seinem Kaugummi. Und es klingt, als wäre er noch im Ganzen. So wie es rumknuspert. Ja, gell? Denke ich auch. So, bitteschön. Das ist auf jeden Fall ein bisschen härter. Das liegt halt schon ein bisschen. Aber komm mal her mit deinem Ohr, ich schick's dir mal rein. Vielleicht ist die Schärfe ja noch da. Was war denn das für eine Schärfe? Aus der schärfsten Chili der Welt. Nein, das stand ja bei dem anderen Zeug drauf. Das brennt immer noch im Auge. Ja, eure Gummitierchen habt ihr auch schon gegessen. Sehr gut, da wird das Wetter heute wieder passen. Und ja, jeder hat noch so eine blaue Kugel von dem Vampire. Falls sie die nicht essen, dann kann ich die ja zum Abschluss mir beide reinhauen, wenn sie sagen, wir haben noch genug von den Grünen. Jetzt probieren wir aber nochmal die scharfe Chili. Würde ich sagen, geprost, ne? Zack, und dann. Ach, da merkt man schon was auf der Zunge. Ist wie wenn ihr einen Stein nehmt und da scharfe Soße drauf packt. Ihr merkt halt die Soße. Rein in den Mund jetzt, guck nicht so dämlich. Wie, der hat gar keinen drin. Der hat Angst. Der hat noch zu tun da mit seinem Gebiss, deswegen. Das heißt, ich kann ihn noch stehen lassen. Die nächsten 5 Jahre, wenn ein Besuch kommt, kann ich immer sagen, na, möchtest du einen Bonbon oder so? Und dann sagt der Besucher, das ist gar kein Bonbon, das ist Fruchtgummi. Und dann sage ich, halt doch dein Maul, jetzt probier doch einfach eins. Und schmeckt's? Guck dir das doch mal an. Man merkt trotzdem eine Schärfe, die sich ein bisschen breit macht. Aber ich finde, das kann man aushalten. Ja, doch. Ist auf jeden Fall ganz angenehm. So, dann wünsche ich euch trotzdem noch, möchte noch jemand was sagen? Ich habe einen Mund voll. Ich hätte gern ein Glas Milch. Wir trinken doch einfach Monster. Ist leer, gut. Oder Cola, genau. Was mit Kohlensäure? Da geht es dann nämlich. Dann war es das, glaube ich, jetzt von unserer Seite aus. Wir gehen dann raus zum Knogger. Raid Day, wie gesagt. Und euch natürlich Happy Halloween. Habt ihr heute was Besonderes gemacht? Habt ihr Kürbisse geschnitzt? Oder habt ihr. Seid ihr rumgezogen mit Kostüm, habt die Nachbarn bedroht, gib mir dein Geld,
sonst Stich oder so, keine Ahnung. Man bringt da immer solche Sprüche, ne? Wirft seinen Hodensack gegens Haus, also Eier und... Das ist ja weit verbreitet, hier nicht so. Wir sind früher rumgegangen, ich mit dem Marcel zum Beispiel mal. Dann haben wir überall geklingelt und haben die Leute uns, ihr seid aber schon groß, da haben die uns einfach Bier gegeben und Sekt und Geld. Dabei wollten wir Bonbons. Nein, das war auf jeden Fall auch genial. Das habe ich. Das war mal eine Idee. Habe ich einmal gemacht, seitdem nie wieder. Gut, mit Nancy, Marc und Chris sind wir auch nochmal rum, aber dann durch Hessberg. Da war die Mentalität ganz anders. Da haben die Leute gleich gesagt, verschwindet, ihr Dreckigen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir haben Ketchup dabei. Einfach an die Tür ran, die werden durchdrehen. Seid ihr auch schon mal losgezogen an Halloween? Nee. Aber ihr sitzt doch gerade hier. Also ja, sind sie. Hey. So, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Grüße gehen raus an den Marco, wenn er das sieht. Und an den Bob, wenn er das sieht. So, warte. Du wolltest zum Abschluss gleich beide nehmen. Ja, dann gib mal her. Ich tu dir mir aber. Toll, die kann man ja aufbeißen. Du sollst sie ja erst lutschen für die Säure. Nee. Ich merke auch gerade gar nicht von Kaugummi. Es schmeckt einfach wie ein Keks. Deswegen knusperst und gleich ist es weg. So, das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir hören uns mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Ramsel.